Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened Remastered. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen was aus, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Kann ich das nicht? Ja, hier ist etwas. Es ist schön, dass da was ist, aber was ist da? Ja, hier ist etwas. Hä? Ja, hier ist etwas. Das ist super. Ja, hier ist etwas. Okay. Aber hier ist sonst kein Hotspot. Nein. Aber das wirkt so auffällig. Oh, warte. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. So ist es nicht richtig. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Hier kann ich jetzt nichts machen. Da kannst du nur hin. Was denn? Ein Trinkbehälter. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Junge, ich weiß nicht mal, was du machen willst. Oh, warte, warte. Zurück. Zurück. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Okay. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu... Jetzt ist das dazu nicht zu... Okay, gut, dann geh doch bitte nochmal da lang. Weiter. Immer schön... gucken, ob ich nicht noch irgendwas übersehen habe. Was ja bei mir nicht so unwahrscheinlich ist. Hier, guck mal da zum Beispiel. Ist das? Ihm hat es offensichtlich zu gut geschmeckt. Ah, es ist noch was übrig. Uah, dieser Tropfen dreht einem die Eingeweide zu 95 Grad um. Und er wird mit dem Alter nicht besser. Aha. Ich habe in Alkohol getränkte Lumpen. Das ist ja grandios. Mensch, geil. Ich kann jetzt, ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat mir das jetzt sicherlich gebracht. Alkoholgetränkte Lumpen. Ich gehe jetzt irgendwie nicht davon aus, dass ich die hier befestigen kann. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Oder hier. So ist es nicht richtig. War heute schon brav beim Tierarzt mit meinen Katzen. Es war mal wieder ein teurer Spaß. Und, also ich muss sagen, dass meine Katzen wirklich sehr robust und widerstandsfähig sind. Also die waren bis jetzt noch nie wirklich krank. Der Dicke hat ein bisschen chronischen Schnupfen. Ja gut, okay. Aber da haben wir jetzt so eine Immunaufbaukur gemacht und inzwischen geht's. Er atmet viel besser. Und die haben auch gesagt... War hier nicht auch mal irgendwie so eine Hand oder so? Und die haben auch gesagt, dass der Dicke sehr gesund aussieht, aber die Kleine ist krank. Die Kleine hat irgendwas... Die
übergibt sich halt häufiger und... War hier nicht mal eine Hand? Anscheinend nicht. Naja, übergibt sich halt häufiger und hat auch stark abgenommen, was mir gar nicht aufgefallen ist. Wobei ich aber anscheinend auch super schlecht im Schätzen bin. Ich dachte immer, mein Dicker... Alter, das Viech ist riesig und ich finde es jetzt auch nicht... Ja, hier ist etwas. Wundervoll. Ich finde ihn jetzt auch nicht so dünn. Und habe den halt immer so auf 6 bis 7 Kilo geschätzt. Mhm. Mein Dicker wiegt 4 Kilo. Ich dachte, okay... Hast dich wirklich komplett verschätzt. Und die Kleine wiegt halt nur 3 Kilo. Ist aber auch deutlich... Oh, warte mal, gehen wir mal hin. Die ist aber auch deutlich kleiner als er. Also... Ja. Die Hälfte von ihm ist sie nicht, aber ist schon ein deutliches Stück kleiner. Und die hat halt vorher 3,5 Kilo gewogen und dann wurde mir halt gesagt, ja, und für so eine kleine Katze sind... Dieses Skelett ist versteinert. Es muss seit Jahren hier liegen. Ah, vielleicht können wir mit dem noch irgendwas machen. Und so schnell so viel Gewicht zu verlieren, gerade bei so einer kleinen Katze, ist halt nicht normal. Und da müssen wir jetzt alle möglichen Untersuchungen machen. Dieses Skelett ist versteinert. Dieses Skelett ist versteinert. Wurde mir halt auch gesagt, ja hier, und wir könnten Blut untersuchen und das ist aber teuer. Dieses Skelett ist versteinert. Und, haben sie mir auch gesagt, ja hier, mit 85, 90 Euro müssen sie da rechnen. Ich dachte so, geil. Aber da saß ich auch da und dachte mir mal ganz ehrlich, meine Katzen sind nie krank, die brauchen nie groß irgendwas. Ich gehe einmal im Jahr mit denen zum Impfen und gut ist. Dieses Skelett ist versteinert. Dieses Skelett ist versteinert. Okay, mehr hast du nicht. Das war gerade noch aus dem anderen Bildschirm, ne? Und dann hat er gesagt, ja, und müssen Sie wissen, ob Sie das wollen? Ne, ne, ne. Nickt dann so ganz ehrlich. Eh dann irgendwann später irgendwas ist, was vorher hätte behandelt werden können, habe ich so gar keine Lust drauf. Also das muss wirklich nicht sein. Das machen wir nicht. Und habe ich auch ihm direkt so gesagt, er soll Blut untersuchen auf alles, was geht, um alles irgendwie abzuklären, weil selbst wenn sie irgendwas hat, na dann hat sie das halt. Und dann können wir sie dementsprechend behandeln. Aber ich habe keinen Bock darauf, dass wir irgendwas übersehen und es ihr dann einfach deswegen schlecht geht. Das muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein. Ja. Naja. Und geimpft ist sie jetzt natürlich auch nicht, weil kranke Katzen impfen ist eine dumme Idee. Habe ich auch gleich gesagt, ja ist klar, brauchen wir nicht. Und auf Diät ist sie jetzt auch. Kriegt sie Diätnahrung. Und begeistert ist sie auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich meine, die Arztkosten sind wieder drin. Ich krieg eine Steuerrückzahlung. Warum können wir in diesen Bildschirm? Okay, komm her. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. So. Was muss ich in der Höhle mit dem Gerüst und den Kisten tun? Hier wird es für Holmes verglichen mit den... Entfernen der Steinplatten etwas weniger mühsamer. Sehen Sie sich überall um, damit Sie in der Höhle zurechtfinden oder nützliche Gegenstände gelangen. Okay, die Dunkelheit stellt ein Problem dar und Ihre Sturmlampe ist zu dunkel. Aha. Meine Sturmlampe ist zu dunkel. Wir müssen eine Art Fackel basteln. Nein! Ich habe eine Idee, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie... So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Ja, ja. Wir müssen irgendwie... Ich muss eine Möglichkeit finden, sie zu bewegen, ohne sie zu zerstören. Na dann jetzt hier...
Warte, hier, komm her. Na bitte, geschafft. Ich habe nicht verstanden, dass das ihm da nicht dunkel genug, also dass ihm da nicht hell genug ist. Ich dachte die ganze Zeit, ja, okay, da ist etwas. Was möchtest du mir mitteilen? Weil er sagt ja immer ganz merkwürdige Sachen. Er sagt ja immer, da ist etwas, mir fehlt etwas, was weiß ich. Da oben ist ein Fass. Es muss gut gegen die Feuchtigkeit geschützt sein. Das sehe ich mir mal an. Aha, und jetzt kann ich die Leiter hier hinstellen, richtig? Okay, na dann geht er doch mal hoch. Was haben wir denn hier? Ein Pulverfässchen. Es ist fest versiegelt, also kann man das Pulver vielleicht noch benutzen. Das kann ich nicht nehmen, es ist zu schwer. Mit dem Messer? Das kann ich nicht nehmen, es ist... Mit dem Trichter? Das kann ich nicht nehmen, es ist zu schwer. Mit dem... Na bitte, geschafft. Aha. Naja, jedenfalls kriege ich dann halt nächste Woche die Ergebnisse und werde dann sehen. Wahrscheinlich. Die Bombe ist fertig. Ach, ich wusste nicht, dass es hier weitergeht. Ich dachte, da wäre jetzt Dead End. Naja, jedenfalls, mal gucken. Aber halt, Arztkosten sind gesichert. Ich gehe erstmal da lang. Wenn ich laut rufe, hört mich Watson vielleicht. Na dann... Watson! Hallo! Watson! Es hat keinen Sinn. Er hört mich nicht mehr. Aber vielleicht mit dem Trichter? Watson! Okay. Ja, ich krieg eine Steuerrückzahlung. Nur für mich relativ hohe, muss ich auch sagen. Der Alkohol hat hier eindeutig alles zerstört. Ich sehe nichts, Junge. Warte, warte. Da war was. Einige dieser Knochen sind mit der Zeit versteinert. Ich könnte sie als Fackelstiele verwenden. Aha.